Euch gefallen unsere Videos? Dann kennt ihr nun einen winzigen Teil von The Simple Club. Übungsaufgaben, Lösungswege und Spickzettel zum Download. Checkt jetzt ab auf thesimpleclub.de. Moin zusammen, jetzt schauen wir uns mal an, was diese soziale Frage eigentlich ist. Der Begriff wird euch safe noch begegnen. Es sieht ja so aus, bei der industriellen Revolution hat man vor allem eine Sache, eine richtig heftige Entwicklung in der Industrie. Soll heißen, zack, 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 lauter neue Fabriken. Kurz vor der industriellen Revolution und auch währenddessen gibt es ein sehr hohes Bevölkerungswachstum in Europa. Das wird sogar Bevölkerungsexplosion genannt. Und genau diese Entwicklungen bringen Probleme mit sich. Viele Menschen auf dem Land sind verarmt. Deswegen ziehen viele in die Industriegebiete, um sich da Arbeit zu suchen. Das heißt zum einen, die bisherige soziale Bindung auf dem Dorf geht flöten. Nix mehr mit Großfamilie, nix mehr mit dörflichem Zusammenhalt. Außerdem ist die Wohnsituation für die Arbeiter oft richtig räudig. Winzige Wohnungen für die ganze Familie und so. Das ist nicht nur nervig, sondern auch katastrophal für die Hygiene. Nächstes Problem. Es gibt ein Überangebot an Arbeitskräften. Deswegen kriegen die Arbeiter beschissene Löhne und müssen viel zu lange arbeiten. Die Frauen und Kinder müssen da meistens sogar mitmachen. Sonst kann sich die Familie einfach nicht über Wasser halten. Es gibt für die Arbeiter auch gar keine Versicherung, gar keinen Schutz. Wer sich verletzt oder auch einfach nur so gefeuert wird, weil seine Nase dem Chef nicht passt, Pech gehabt. Die Arbeiter sind komplett ihrem Schicksal ausgeliefert. Entweder alles geht gut, dann kannst du dir wenigstens Brot kaufen, oder es geht was schief und dann hast du gar nichts mehr. Jo, im Endeffekt hat man also ganz viele Probleme und Missstände für die Arbeiter. Aber auch die Landbevölkerung hat nicht viel zu lachen. Das sind Folgen der industriellen Revolution und des großen Bevölkerungswachstums. Und genau das wird soziale Frage genannt. Alle Probleme und Missstände zusammen. Wenn ihr genaueres zur Lebenssituation und Arbeitssituation der Menschen wissen wollt, einfach unseren Kurs reinziehen. Was müsst ihr also aus dem Video mitnehmen? Soziale Frage gleich alle Probleme und Missstände der Menschen, die durch die industrielle Revolution und die Bevölkerungsexplosion entstanden sind. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann kommt einfach auf thesimpleclub.de oder ladet euch unsere App runter. Bis gleich!